Mein Name ist Johannes Westkamp. Ich werde Ihnen heute das Projekt GDR Wasser vorstellen, was wir in der Firma Terrestris federführend entwickelt haben, was jetzt auch schon seit über 2 Jahren läuft. Und werde im Wesentlichen heute eigentlich eine Live-Demo machen, das heißt ziemlich wenig Folien zeigen, sondern eher den praktischen Einsatz der Anwendung. Ich werde jetzt erstmal noch ein paar einleitende Worte kurz geben und eine Übersicht über die Architektur geben und gehe dann aber auch ab in die Live-Demo. Ganz kurz zu mir, ich bin, wie gesagt, bei der Firma Terrestris angestellt als Anwendungsentwickler, bin sowohl im Frontend- und Backend-Bereich tätig, hauptsächlich JavaScript-Entwicklung im Frontend und Backend-seitig eben auch im Wesentlichen Java. Und die Firma Terrestris ist hier auch vertreten auf der Konferenz. Wir haben einen eigenen Stand. Wenn Sie noch Fragen haben sollten, können Sie auch später oder noch auch morgen noch zu unserem Stand kommen. Da sollte fast immer einer da sein. Da können Sie gerne einfach noch vorbeikommen. Ich werde mich jetzt mit den Folien relativ kurz halten, deswegen switche ich schnell durch, damit wir einfach gleich noch viele Dinge in Aktion sehen können. Zum Projekt selber. Das Projekt GDR Wasser ist eben ein sehr umfassendes WebGIS-Framework und wurde für die Wasserwirtschaft Rheinland-Pfalz entwickelt. Da gab es schon eine bestehende GDI, die aber abgelöst werden sollte durch eine modernere und vor allen Dingen umfangreichere Architektur. Und die haben wir letzten Endes entwickelt und sind da auch im Wesentlichen mit Open-Source-Komponenten, eigentlich ausschließlich Open-Source-Komponenten im Einsatz. Das heißt, wir haben die auf der Frontend-Seite verschiedene JavaScript-Frameworks. Dazu zählen eben OpenLayers, GeoXt, XJS im Wesentlichen. Und im Backend haben wir als Kernkomponente, die ganze Verwaltung und Logik übernimmt, unser hauseigenes Shogun-Framework. Da werde ich gleich noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Da gibt es auch heute noch eine BOF zu, falls Sie das interessiert. Da gibt es noch Detailinformationen, wo steht das Projekt Shogun, wo geht es hin. Genau. Eine kurze Architekturskizze, wie das im Groben aufgebaut ist. Wir haben in der oberen Schicht ist eben die Client-Seite. Da sind die Frontends. Wir haben im Prinzip ein beziehungsweise mehrere Karten-Clients und daneben gibt es eben die Möglichkeit, verschiedene Konfigurationsoberflächen aufzurufen. Das ganze Konzept, was dahinter steht, ist eigentlich, dass Benutzer die Möglichkeit haben, dynamisch selber Kartenapplikationen zu erstellen mit Hilfe von Konfigurationsoberflächen. Das halt möglichst intuitiv, schnell und einfach, aber doch auch ziemlich umfassend. Und das werde ich Ihnen auch gleich im Live-Einsatz zeigen. Im Backend kommt eben, wie gesagt, unser Shogun-Framework zum Einsatz, das zentrale Schnittstelle ist, die eben angesprochen wird von dem Client und zur Verwaltung auch der Daten kommt ein Geo-Server zum Einsatz, dass wir eben auch WMS und WFS-Dienste nutzen können. Außerdem noch ein Print-Servlet von Mapfish, das Geo-Network Open Source. Und in dem Projekt fußt das Ganze eben auf einer Oracle-Datenbank. Genau. So viel zum Hintergrund. Ich würde jetzt auch in die Demo übergehen. Ich zeige Ihnen jetzt verschiedene Oberflächen. Im Wesentlichen sind das erstmal 3 verschiedene. Das ist der sogenannte Master. Da geht es eben um die Verwaltung von Layern und Benutzern und Gruppen. Das ist eine Oberfläche, die eigentlich nur für Administratoren zugänglich ist. Dann gibt es den Gizmo als zweites, da wird explizit, können Applikationen angelegt werden und bearbeitet werden, da können zum Beispiel die Themen und die Funktionalitäten von Applikationen konfiguriert werden und gespeichert werden. Und dann natürlich als letzter Schritt der jeweilige GIS-Client, der zuvor im Gizmo gebaut worden ist, der dann eben die Funktionen und Themen enthält, wie ich sie entsprechend konfiguriert habe. So, sieht das hier gut aus, ja. Genau, was wir hier sehen, das ist jetzt der sogenannte Master. Wie gesagt, der soll nur dem Admin zugänglich sein, weil hier eben tatsächlich die Layer konfiguriert werden können. Es können auch neue Layer hinzugefügt werden in das System. Und die wesentliche
Stelle ist hier auf der rechten Seite der sogenannte Master Tree. Sprich, hier habe ich einen Themenbaum mit verschiedenen Ordnern, der schon vorkonfiguriert ist mit verschiedenen Themen. Dieser Baum kann jetzt von mir frei konfiguriert werden. Sprich, ich kann jetzt hier noch neue Ordner hinzufügen beispielsweise. Der Button verschwindet hier unten ein bisschen. Ich kann Ordner verschachteln, ich kann Ordner löschen, umbenennen und so weiter. Das heißt, ich kann diesen Baum komplett frei konfigurieren. Und je nachdem, in welchem Zustand ich in diesem Master konfiguriere, wird er später als Vorlage verwendet für die GIS-Clients. Das heißt, ich muss, wenn ich nachher einen neuen GIS-Client bauen will, nicht immer auf Null anfangen, sondern habe immer quasi eine Vorlage, auf der ich dann loslegen kann. Wir haben jetzt hier auf der linken Seite die im System verfügbaren Layer. Das sind, ich meine, die letzte Zahl, die ich im Kopf habe, sind über 200 verschiedene Themen, die eben in der GDA schon vorhanden waren, die wir jetzt ins Projekt mit aufgenommen haben. Und man kann für einzelne Layer über das Kontextmenü kann man noch Optionen aufrufen, zum Beispiel sich eine schnelle Vorschau für einen Layer anzeigen lassen, um zu sehen, um was für Daten es sich da grob handelt. Kann die Layer auch bearbeiten, wo man eben noch Details einstellen kann, Namen konfigurieren kann, die Sichtbarkeiten über Maßstabsgrenzen. Auch sehr interessant die Freigabe für welche Benutzer und Benutzergruppen dieser Layer jeweils freigegeben ist. Hier können wir jetzt die Verwaltung von Gruppen sehen. Das kann man einfach ändern per Drag and Drop, kann man Gruppen eben erlauben oder verbieten. Und über die weiteren Eigentümer kann man zum Beispiel auch ganz konkret die User steuern, die jetzt gleich auf der rechten Seite auftauchen. Und kann sich hier noch einzelne Benutzer eben aus der Liste nehmen und entsprechend diesem Layer dann berechtigen. Das ist im Prinzip das Wesentliche im Master. Ich müsste mal schauen, wie ich das hier auf anständige Vollbild bekomme. Das klappt so nicht. Das ist tatsächlich leider sehr klein. Gut, das war der Master im Wesentlichen. Jetzt gehen wir mal über zum Gizmo. Wie gesagt, der Gizmo ist dazu, wird dazu genutzt, Applikationen anzulegen. Wenn man den aufruft, sieht man erstmal die Liste der Applikationen, die bereits angelegt sind und für die ich auch das Recht habe, diese aufzurufen. Sprich, hier ist schon eine Filterung drin, weil man von hier aus auch die verschiedenen Instanzen aufrufen kann. Und wenn ich zum Beispiel nicht das Recht habe, eine bestimmte Applikation aufzurufen, dann taucht eben auch diese Applikation hier nicht auf für mich. Was man im Wesentlichen macht, ist hier entweder eine bestehende Applikation aufzurufen oder man legt eben auch eine neue Instanz an. Dazu gibt es hier unten verschiedene Möglichkeiten, dass man eine neue Instanz hinzufügt. Man kann bestehende bearbeiten oder auch kopieren, um einfach nur schnelle Anpassungen zu machen für eine neue Instanz. Und Sie werden dann merken, dass man eigentlich, wenn man das ein, zwei Mal gemacht hat, kann man im Ablauf von, also ich bin ja auch Entwickler in dem Projekt und ich erstelle einen kompletten GIS-Client in unter einer Minute, habe ich mit den wichtigen Dingen zusammengeklickt. Und man produziert quasi jede Menge GIS-Clients aus der Lameng sozusagen heraus. Also das ist eine ganz praktische, schöne Sache. Ich lege jetzt mal eine neue Instanz an. Dazu kriege ich dann jetzt eine Oberfläche, wo ich mich Stück für Stück dann durcharbeiten kann. Dazu gibt es hier oben mehrere Tabs, wie Sie sehen, die ich jetzt dann Schritt für Schritt durchgehe. Es gibt nicht allzu viele Pflichteingaben, die ich machen muss. Ich muss auf jeden Fall einen Namen angeben, das ist immer ganz wichtig. Ich kann jetzt hier schon erste projektspezifische Dinge auch wählen, ob es sich um eine Standard- oder Spezialinstanz handelt, das ist jetzt für Sie nicht so wirklich relevant. Ich kann festlegen, ob die Instanz für alle zugänglich sein soll oder ob diese geschützt sein soll. Geschützt würde bedeuten, da ist jetzt dieser Reiter Freigabe gerade aktiv geworden, dass ich jetzt explizit steuern kann, welche Gruppen und auch Benutzer denn diese Applikation überhaupt aufrufen dürfen. Jetzt kann man hier noch weitere Festlegungen machen für eine Applikation. In welchem Zustand die Applikation starten soll, das sind halt spezifische Projektanpassungen. Auf dem zweiten Reiter kann man eben noch einen Beschreibungstext für eine Applikation festlegen, der danach in der Applikation auftaucht, dass User sich eine kurze Info holen können, was ist das eigentlich für eine Applikation, zu welchem Zweck ist die gedacht. Da kann man jetzt auch HTML und Bilder und alles Mögliche einfügen. Interessant ist dann auch die Verwaltung der Werkzeuge. Ich kann jetzt hier festlegen, dass wir
in Form von Tabs verschiedene Werkzeuge nachher im Client haben werden. Das heißt, ich habe hier eine Zusammenfassung, zum Beispiel Navigieren und Selektieren. Da habe ich eine Zusammenfassung von 7, 8 verschiedenen Werkzeugen. Und ich kann jetzt festlegen, welche dieser Werkzeuge denn tatsächlich nachher im Client auch auftauchen sollen und verwendet werden dürfen. Ich nehme jetzt mal alle mit auf, damit wir auch gleich schön was zum Demonstrieren haben. Und jetzt können hier nochmal konkret die Layer für die Applikation festgelegt werden. Das ist, sieht für Sie wahrscheinlich ziemlich ähnlich aus wie gerade der Master. Es ist auch im Prinzip dieselbe Komponente, die wir da verwenden, nur mit einer anderen Ausprägung. Sprich, ich habe jetzt erstmal auf der rechten Seite wieder mein Tree, so wie ja im Master konfiguriert war. Kann jetzt aber projektspezifisch noch hergehen und Änderungen machen, Ordner rauswerfen und das eben anpassen an meine Bedürfnisse, wie ich das brauche. Außerdem kann man, wie schon erwähnt, hier auch neue Layer hinzufügen. Das kann ich auch gerade mal zeigen. Dazu kann ich hier eine Datenquelle auswählen. Das kann ich jetzt zum Beispiel auf Basis von Shapefiles, CSVs oder auch WFS-Diensten machen. Wir müssten hier auch einen Durchsuchen-Button haben. Ich habe da was mitgebracht, was ich mal hochladen kann. Das ist dieser. Das ist jetzt hier ein Shapefile zusammengepackt als ZIP, damit ich jetzt nicht 5 Dateien einzeln hochladen muss, kann ich das hier als ZIP-Datei hochladen. Jetzt wird die Shape-Datei hochgeladen, in die Datenbank entpackt und dem System wirklich als Layer auch zugänglich gemacht. Das heißt, ich kann diese Datei, dieses Shape-File nachher als vollwertigen Layer im System behandeln, wie jeden anderen auch. Nachdem der jetzt hochgeladen ist, kann ich eben noch weitere Einstellungen machen. Ich kann noch einen Namen festlegen. Ich nenne ihn jetzt einfach Upload. Kann den Sichtbarkeitsbereich festlegen. Auch interessant ist die Auswahl eins der Attribute. Also jetzt wurden natürlich die Attribute vom Shapefile erkannt und ich kann jetzt sagen, dass ich als Hoverfeld, sprich wenn ich später mit der Maus auf das Objekt gehe, bekomme ich ein kleines Pop-up und da kann ich mich entscheiden, welches Attribut denn da zum Beispiel angezeigt werden soll. Auch hier kann man jetzt wieder die Freigabe regeln, wer denn für diese Layer berechtigt sein soll. Da ich jetzt initial als hochladender User sowieso automatisch das Recht habe, brauche ich da jetzt erstmal keine weiteren Einstellungen vornehmen, weil ich eben als Ersteller quasi das Recht sowieso schon habe. Ich den Layer jetzt speichere, wird er tatsächlich persistiert. Ich kriege jetzt noch die Möglichkeit angeboten, den Layer auch zu stylen, also noch einen Stil zu geben. Das kann ich vielleicht noch kurz zeigen. Dazu gibt es die Möglichkeit, eben zufällige Stile einfach zu generieren. Wenn mir das egal ist oder ich keine genaue Ahnung habe, was da eigentlich Sinn macht, dann kann ich mir einen Stil einfach erstellen oder auch hier noch etwas detaillierter eben wählen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, das Ganze noch in klassifizierter Form zu machen, wenn ich denn weiß, welches Attribut für mich relevant ist zum Klassifizieren. Dann kann ich das eben nehmen und mir hier verschiedene Klassen automatisch generieren lassen, die ich dann auch noch mal ganz konkret, der Monitor ist leider ein bisschen klein, deswegen haben wir jetzt viele Umbrüche drin, kann ich aber hier mehrere Klassen steuern und zum Beispiel über Operatoren halt genau angeben, dass alle Werte kleiner 50 zum Beispiel den Stil bekommen, den ich hier festlege. Und das Ganze auch noch auf Maßstabsbereiche begrenzen. Sprich, damit kann man sich eigentlich eine sehr gute Klassifikation auch entsprechend zusammenbauen. Da ich jetzt nicht genau weiß, welches Attribut hier wirklich gut geeignet ist, verwende ich jetzt gerade einfach einen einfachen, zufälligen Stil. Und nachdem der jetzt hinzugefügt ist, der Layer, taucht er auch gleich in meiner Liste der Layer auf. Ich habe hier noch einen Reiter eigene Layer. Da ist jetzt dieser Layer Upload aufgetaucht. Ich kann jetzt darauf zum Beispiel auch wieder die Vorschau aufrufen und sehe schon hier meine Objekte, die ich jetzt gerade hochgeladen habe, in dem Stil, den ich auch gerade ausgewählt habe und kann diesen Layer jetzt einfach noch meiner Applikation, die ich gerade anlegen möchte, hinzufügen. Entweder kann ich einen Layer einfach noch unten dazu packen, einen neuen Ordner anlegen, verschiedene Möglichkeiten. Dann kann man hier noch die Übersichtskarte konfigurieren. Welche Layer sollen denn überhaupt in der Übersichtskarte auftauchen? Das lässt sich auch per Drag and Drop hier einfach steuern. Außerdem kann man die Startansicht festlegen, in welchem Ausschnitt denn meine Applikation starten soll. Kann ich den konkreten Ausschnitt eben wählen und wie gesagt noch bei Bedarf eben das Ganze auch beschränken auf bestimmte User und im letzten Schritt wird die Applikation gespeichert.
und wird dann vorne wieder in unserer Übersichtsliste angezeigt und ist jetzt als Applikation dann auch verfügbar. Jetzt habe ich Testinstanz sogar zweimal. Das ist die alte gewesen, das ist die neue 20.03. Das ist unsere neue Applikation. Die kann ich jetzt über diesen Link aufrufen. Und da kommen wir dann auch zur dritten Komponente, die ich Ihnen zeige. Das ist dann jetzt der GIS-Client, der uns die Karte darstellt. Sie sehen jetzt auf der linken Seite erstmal wieder den Themenbaum. Der ist jetzt in dem Zustand, wie ich ihn konfiguriert habe. Ich habe hier meinen Layer Upload mit reingenommen. Der wird mir auch angezeigt. Ich habe meinen Start-Extent, sprich, man kann jetzt sehen, dass die Konfiguration, die ich gerade vorgenommen habe, sich hier eben tatsächlich auch auswirkt. Hier sind meine verschiedenen Werkzeuge in der Leiste. Normalerweise ist das nicht nötig, hier zu scrollen. Hier, mein Bildschirm ist sehr klein an der Stelle. Und wir haben jetzt hier einen Haufen von Funktionen, den ich Ihnen jetzt zeigen kann. Ich werde jetzt mich auf die wirklichen Highlights begrenzen. Was man eben, was so wichtige klassische Werkzeuge sind, ist zum Beispiel das Hover- und Select-Tool. Damit kann man mit der Maus über ein Objekt gehen, kriegt dann die Informationen angezeigt. Das ist jetzt auch auf dem Layer, den ich gerade hochgeladen habe. Da hatte ich festgelegt, dass ich eben das Kennungsfeld angezeigt bekommen möchte. Und das funktioniert eben entsprechend. Es spielt keine Rolle, auf welchem Layer ich das benutze. Das funktioniert auf Linien, Polygonen. Das spielt an der Stelle keine Rolle. Und ich kann auch noch detailliertere Informationen abfragen. Wenn ich einen Doppelklick mache, bekomme ich quasi so eine Art Feature-Info. Das kann auch je nach Layer unterschiedlich ausgeprägt sein. Wir haben zum Beispiel einige Speziallayer, wo sich zusätzliche Pop-ups öffnen, wo dann projektspezifische Informationen drin sind von Servlets, die in dem Projekt eben schon existierten. Zur Infoabfrage gibt es auch noch andere Werkzeuge, mit denen kann man quasi ein Feature-Info mit Drill-Down machen, sprich es werden alle Kartenthemen, die angezeigt werden, gleichzeitig abgefragt. Dann kann ich eben ganz schnell sehen, was ist an diesem Punkt, den ich gerade angeklickt habe, was liegen da alles für Daten vor. Dann haben wir noch die Selektionswerkzeuge, die auch von ziemlich interessant sind. Ich schalte dazu mal noch gerade einen Layer ein. Jetzt gehen wir auf die Messstellen und schalten uns mal die Grundwassermessstellen dazu. Mal ein Stück näher rein. Und dann haben wir hier oben entsprechend verschiedene Werkzeuge zum Selektieren. Das ist einmal die Möglichkeit, mit Rechteck zu selektieren oder auch mit Polygon oder mit Kreis. Da kommt gerade nur die Hälfte. Es wäre jetzt schön herauszufinden, welcher Layer das ist. Das ist mir neu. Das kennen wir so noch nicht. Das Ganze wurde übrigens für den, der Kunde setzt im Hause Internet Explorer ein. Wir entwickeln bei uns mit dem Chrome-Browser, testen aber immer noch im Internet Explorer und haben außerdem auch den Firefox immer noch im Einsatz und gucken, dass wir eigentlich möglichst alle Browser unterstützen. Das ist halt auch eine Firmenphilosophie, dass wir möglichst alle Browser unterstützen wollen, ohne irgendwelche Plugins, die installiert werden müssen. Und das nehmen uns die Frameworks, die wir einsetzen, eigentlich auch ganz gut ab, wie zum Beispiel XJS, was da eben sehr kompatibel ist an der Stelle fürs Frontend und uns eigentlich auch viel Arbeit abnimmt. So, dann probieren wir das nochmal. Ich habe jetzt gerade mal eine andere Applikation geöffnet. Ich wollte jetzt nochmal zeigen, wie man selektieren kann. Damit kann man eben zum Beispiel im klassischen Rechteck aufziehen, kann sich dann anschließend die Objekte, die man selektiert hat, in einer Liste anzeigen lassen. Wenn man genug Platz hätte. Ich kann jetzt auch sehen, wenn ich hier drüber fahre, dass die verschiedenen Objekte mir gehighlightet werden. Ich kann jetzt die Liste als CSV exportieren. Das sind so klassische Arbeiten, die man halt, Dinge, die man zum Arbeiten eben braucht. Was noch schön zu zeigen ist, ist zum Beispiel ein Koordinatentransformations-Servlet. Ich kann in die Karte klicken, bekomme die Koordinate in unterschiedlichen Projektionssystemen ausgegeben. Kann den Weg auch andersrum wählen, kann sagen, ich habe hier eine eigene Koordinate, die brauche ich in anderen Systemen und gleichzeitig in der Karte angezeigt. Und jetzt hat sich die Karte darauf verschoben, die Koordinaten wurden neu berechnet. Und das ist da die Möglichkeit. Jetzt
habe ich das Fenster im Weg. Ja, ich drücke schon Escape. Es verschwindet nicht. Jetzt haben wir noch Flächenwerkzeuge zum Messen von Flächen, zum Strecken. Die sind relativ klassisch und langweilig. Was auch noch schön zu sehen ist, ist das Höhenprofilwerkzeug. Damit kann man zum Beispiel einen Profilschnitt in der Karte ziehen. Sehen jetzt, ich habe jetzt hier eine rote Linie, mit der ich meinen Profilschnitt machen kann. Und den kann ich hier an beliebiger Stelle machen, bekomme ein Diagramm angezeigt, in der mein Höhenprofil repräsentiert wird. Ich kann die Punkte überfahren, bekomme an der Stelle eben die Höhenangaben und die Distanz in meinem Profil entsprechend angezeigt. Und das ist an der Stelle sehr schön, um halt immer auch einen Überblick zu kriegen, wie zum Beispiel der Flussverlauf an verschiedenen Stellen ist und das Gelände eben an sich. Also da steckt letzten Endes ein sehr detailliertes Höhenmodell dahinter, das wir dafür verwenden. Da gibt es auch noch die einfachere Abfrage, dass ich einfach an eine Stelle klicke und eben Koordinaten und Höhenwert einfach angezeigt bekomme. Weitere Werkzeuge, die Zeit rennt davon. Ich zeige Ihnen nochmal ganz schnell den Druck. Also naja, ich glaube, ich spare es mir. Ich habe einfach zu wenig Platz mit dem Monitor hier. Das macht jetzt herzlich wenig Sinn. Das Schöne an dem Druck ist, es gibt eine Vorschau, die kann ich vielleicht doch Ihnen noch zeigen. Das heißt, ich muss nicht direkt ein PDF rausschicken, sondern kann mir in der Vorschau erstmal anzeigen lassen, wie würde meine Karte denn aussehen. Kann, wenn ich jetzt Platz hätte, im Hintergrund mein Extend nochmal verschieben, verkleinern, wie es eben nötig ist, kann hier noch Auflösung wählen und dann eben auch meine Karte drucken. Besondere Möglichkeiten sind hier auch noch den Arbeitsstand, die Karte zu speichern. Das heißt, das ist mehr als nur ein Permalink. Das heißt, ich kann den gesamten Zustand meiner Applikation, so wie er gerade ist, festhalten und den Rechner runterfahren, morgens wieder zur Arbeit kommen, lade meinen Arbeitsstand und bin genau da, wo ich aufgehört habe. Was eigentlich im WebGIS eher nicht so üblich ist, weil da ja sehr häufig schließt man die Seite, ist sämtlicher Status verloren. Da bleiben aber Dinge dann erhalten, wie nicht nur eben die Konfiguration meiner Layer und der Extent der Karte, sondern eben auch andere Werkzeuge, die ich vorher benutzt habe, wie zum Beispiel die Zeichnen-Werkzeuge, wo ich einfach der Karte noch verschiedene Objekte hinzufügen kann mit einfachen Zeichenwerkzeugen, die ich auch noch individuell an der Stelle stylen kann, wenn ich das denn möchte. Ich kann jetzt hier für die Symbole noch andere Symbole eben auswählen. Ich kann vordefinierte Grafiken verwenden. Ich kann eigene Grafiken hochladen an der Stelle. Und wenn ich die jetzt anwenden möchte, brauche ich eigentlich nur das Symbol auswählen, kann jetzt wieder einen Punkt zeichnen. Und das hatte ich vergessen. Sehr gut. Das war hier drüben. Müssen wir noch die Größe eingeben, dann sehen wir das Symbol auch. Super. Das Fenster schließen und jetzt sehen Sie, an meinem Mauszeiger hängt jetzt schon diese Fahne. Das Bild, was ich mir gerade ausgewählt habe, kann eben jetzt damit zeichnen. Das sind aber wirklich nur reine Zeichenwerkzeuge. Die werden aber in so einem Arbeitsstand, den ich gerade angesprochen habe, zum Beispiel mitgespeichert. Das ist auch nützlich, um Notizen zu machen und für Kollegen dann zum Beispiel einen Link zu generieren, den Link weiterzuschicken. Schau mal hier, ich habe hier einen interessanten Bereich gefunden. Da kann man sich, wenn man denn möchte, noch einen Notizzettel auch an der Stelle machen, wo man Dinge draufschreibt, die der Kollege, um halt Dinge besser nachvollziehen zu können, worum es denn da gehen soll, was denn interessant ist in der Karte. Ein wesentlicher, wichtiger Punkt ist in dem Projekt auch noch die Digitalisierung, die ich Ihnen auch noch gerne zeigen würde. Das heißt, ich kann auf einen Layer über das Kontextmenü den Bearbeitungsmodus aufrufen. Dazu muss der Layer eben ein entsprechender Digitalisierungslayer sein. Und wir müssen langsam aufhören, ja. Gut. Ja, ich hätte sehr gerne noch die... Also diese Art von Digitalisierung ist schon speziell, muss man sagen. Wir haben Snapping-Möglichkeiten, wir können verschiedene Union, Intersect, Multigeometrieverarbeitung machen, das Ganze übers WFST-Protokoll. Da steckt schon sehr viel Arbeit drin und falls Sie das mal in Aktion sehen wollen, können Sie gerne am Stand auch nochmal vorbeikommen, kann ich Ihnen das nochmal in Ruhe zeigen. Gut, dann zurück zur Folie. Wie gesagt, heute Abend gibt es die BOF 1745, falls Sie Shogun interessiert, das Kernstück, was in dem Projekt verwendet wurde und das Ganze überhaupt erst möglich macht. In diesem Sinne freue ich mich für die Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Herr Wieskamp. Gibt es Fragen zu Shogun aus Ihrer Runde? In dem Gizmo, da gab es die Möglichkeit, Fachdaten in so Spezialdienste zu erstellen, mit dem was mit Fachdatenanbindung, glaube ich. Heißt ja, das, dass man da auf andere Datenbanken zugreifen kann über die Informationsmöglichkeiten? Oder? Indirekt ja. Also es gab zum Beispiel die Möglichkeit, wie Sie gesehen haben, einen neuen Layer anzulegen und das auf Basis von einem WFS-Dienst. Und WFS-Dienst ist ja letzten Endes immer eine externe Quelle, die sich wiederum häufig auch aus externen Datenbanken eben speist. Und so kann man eben auch externe Daten mit als eigenen Layer quasi in das System holen und diesen Layer verwalten, freigeben, stylen, wie man eben möchte, genau. Das ist eine Möglichkeit. Genau, aber die Anbindung von Daten aus externen Datenbanken, also nur die Sachdaten ohne die Geodaten, an die Geodaten von einem enthaltenen Layer, ist das da auch möglich? Direkter Zugriff auf Daten von externen Datenbanken. Nee, das ist in dem Projekt nicht nötig gewesen. Es gab eine zentrale Datenbank, wo die eben vorlagen. Und dann haben wir noch eine Reihe von externen Diensten, die dann als WMS zum Beispiel bei uns noch eingebunden sind. Genau. Okay, danke. Also in dem Projekt, wie ist denn da der Dokumentationsstand? Also ist ja nur euer Baby, also ihr seid dann alle drin fit. Hat man als Außenstehender auch eine Chance, sich einzufinden oder eher nicht? Doch, hat man schon. Also das Shogun-Projekt, was jetzt hier wirklich nur ein Kern ist, also was eigentlich ja auf der Java-Seite sich abspielt und eben die ganzen Schnittstellen bereitstellt. Das ist Open Source, finden Sie auf GitHub. Wenn Sie auf GitHub kommen, /Terrestris gehen, finden Sie da den Stand, das ist auch gerade in der Bearbeitung, dass wir da eine Version 2 rausbringen, die noch weiter modularisiert ist. Und da ist auch Dokumentation da. Die kann natürlich auch noch besser werden, aber es ist nicht so, dass man mit komplett leeren Händen da steht. Wenn Sie da noch mehr Details haben wollen, empfehle ich Ihnen heute Abend wirklich die Veranstaltung. Da kriegen Sie sicherlich auch noch guten Input dazu.